Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich bin Susanne Weidenkaff, ich bin die Veranstalterin des Kongresses Magie der Weiblichkeit und ich freue mich, dass du dem Ruf gefolgt bist und dich ja, in dieses Feld mit einschwingen möchtest, mit uns allen in das Feld des Magischen, das in uns wohnt, der Intuition, der Hingabe an das Leben. Das, was uns Frauen, ich spreche bewusst jetzt uns Frauen an, in die Wiege gelegt wurde. Wir haben es bloß manchmal im Laufe des Lebens unterdrücken lassen oder aber uns angepasst an die Umgebung und haben gedacht, nein, so kann das nicht weitergehen. Ich muss mich in dieser männlichen Welt, in dieser Welt voller männlicher Energie einfach anpassen. Ich muss vorwärts gehen, ich muss was leisten. Das fängt in der Schule an, manchmal schon früher, in der Vorschule, Kindergarten, je nachdem. Und oder im Elternhaus, dass wir genau wissen, ne, was von uns erwartet wird. Und wir sind natürlich eine Frage des Überlebens, dass wir uns dort verbiegen lernen. Ja, es gibt nur wenige Menschen von uns, denen es gelungen ist, durch ihre Kindheit so hindurchzukommen, dass sie frisch und frei sind und ihre magische Weiblichkeit, auch die Männer, auch ihre weibliche Seite und Energie so fließen lassen konnten. Und in diesem Kongress möchte ich dich natürlich einladen, dass du wieder in deine weibliche Energie kommst, dass du mehr ins Sinn kommst, dass du mehr dir erlaubst, die zu sein, die du wirklich bist oder auch der du bist. Ich lade dich ein mit diesem Kongress Magie der Weiblichkeit und insbesondere mit meinem Eröffnungsritual heute Abend um 19 Uhr per Zoom. Ich lade dich ein, mit uns gemeinsam dich zu verbinden und das zu tun, was wir Frauen schon seit Hunderten oder seit Tausenden von Jahren gut konnten und gut gemacht haben. Wir werden zusammen einen Raum kreieren. Wir werden zusammen ein Netz weben. Wir werden uns verbinden aus dem Herzen heraus mit uns selbst. Du wirst dich mit dir selbst verbinden, mit deinem Körper, mit deiner Weiblichkeit, mit deiner Weisheit, mit deiner Intuition, mit Mutter Erde, mit Vater Kosmos, natürlich auch mit all den Menschen, die nachher im Zoom-Raum, ja, mit dir im Kreis stehen werden, mit mir und natürlich mit der großen Göttin. Und die Einladung ergeht an dich, jetzt schon mal ein bisschen vorzuschwingen mit mir. Ich werde gleich mit dir ein kleines Lied singen. Du kannst gerne mitsingen. Ich habe die Tendenz, einfache Lieder zu singen, die alle mitsingen können. Und heute Abend wird es auch sehr musikalisch werden. Nicht bloß, dass wir gemeinsam singen, nicht bloß, dass es eine schöne, geführte Meditation gibt, dass wir tönen werden, dass wir schwingen werden. Es wird auch einen Special Guest geben. Ich habe mich, ich freue mich total. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, eine der Speakerinnen, eine der Sprecherinnen vom Kongress einzuladen, die uns musikalisch unterstützen wird. Und das ist die zauberhafte und großartige Herzensschwester, die wundervolle Ute Ulrich. Und das ist ein Tuschwert. Sie bringt uns ein paar Lieder mit. Und wer sie noch nicht kennt, guckt gern mal auf YouTube, Ute Ulrich. Oder schaut euch noch bis heute Abend, 19 Uhr, das Interview mit ihr an. Ich kann es wirklich nur allen empfehlen. Sie hat eine ganz geniale Lebensgeschichte und hat trotz aller widrigen Umstände es auf die Bühne geschafft. Ja, und natürlich in unsere Herzen hinein singt sie sich mit jedem Lied. Und deswegen, ja, es wird eine grandiose Veranstaltung heute Abend. Es wird magisch. Sei dabei. Und wenn du magst, dann lass dich jetzt, wie gesagt, schon ein wenig einschwingen. Ich habe die Trommel mitgebracht. Ich hoffe, dass sie durchhält. Es ist ein wenig feucht hier in Hannover. Es hat die ganze Nacht geregnet. Aber wir singen einfach ein Lied für die große Göttin. Und in diesem Lied geht es darum, dass wir alle aus demselben Schoße kommen, aus dem Schoße der großen Göttin. Ein Lied, was sich bezieht auf die alte Tradition der keltischen Göttin oder auch vieler anderer Religionen. Ich will es gar nicht Religion nennen, vieler anderer Vorstellungen. Dass wir alle aus einer Quelle kommen. We all come from the goddess. We all come from the goddess, and to her we will return like a drop of rain. Flowing to the ocean, we all come
the goddess, and to her we will return like a drop of rain flowing to the ocean. Geboren aus der Göttin, kehren wir zu ihr zurück wie ein Regentropfen, der zurück zum Ozean fließt. We are